Herzlich willkommen zur kollegialen Beratung mit dem Team, mit dem Titel Kleiner Verein, komplexe Organisation, ein neues Governance-Modell. Und wir freuen uns sehr, dass Sonja Fischbauer von der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. mit dabei ist. Sonja, schön, dass du da bist und ich würde jetzt offiziell an dich übergeben. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung und danke, dass ihr so zahlreich hier in dieser Session seid. Das freut mich sehr, auch trotz des schönen Wetters oder vielleicht wegen des nicht so schönen Wetters, dass ihr da in der Session gelandet seid. Ich wurde ja schon angekündigt, deswegen sage ich aber trotzdem noch mal ganz kurz meinen Namen. Ich bin die Sonja und ich arbeite in dem gemeinnützigen Verein Open Knowledge Foundation Deutschland. Wir hatten Sitz in Berlin. Ihr habt es ja schon vorher gehört. Ich bin aus Österreich, aber ich sitze hier in Berlin und bin bei unserem Verein für Organisationsentwicklung und Community-Strategie zuständig. Und ich habe ein bisschen einen Input vorbereitet für euch, bei dem ich euch erzähle, welches Governance-Modell, also sozusagen welche Entscheidungsstrukturen und welche, ja, Führungs- und Arbeitsstrukturen wir in unserer Organisation haben. Da probieren wir nämlich seit 2 Jahren ein Modell aus, das auf so eine partizipative Schiene setzt und flache Hierarchien hat und die Entscheidungsmacht nicht nur bei der Geschäftsführung verteilt, sondern ein bisschen weiter streut. Und dann erzähle ich euch auch so ein bisschen von den Herausforderungen, die es dabei gab oder den Learnings, die wir dabei hatten. Und weil das eine kollegiale Beratung ist, möchte ich auch genug Raum dafür lassen, dass ihr etwas nicht nur fragt, sondern dass ihr vielleicht auch eure eigenen Learnings teilen wollt. Vielleicht sind bei euch in der Organisation gerade irgendwelche Governance-Prozesse am Laufen. Vielleicht überlegt ihr euch, dass ihr andere Entscheidungsstrukturen braucht oder ihr kennt vielleicht Modelle, die ihr gerne teilen wollt. Vielleicht das nicht aus eurem Arbeitskontext, sondern auch aus einem Ehrenamtskontext und so weiter. Das heißt, ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen inspirieren und viele Themen anschneiden, weil bei der Zeit kann ich nicht so stark in die Tiefe gehen. Und ich hoffe auch umgekehrt, dass ich ein bisschen von euch was lernen kann. Ich hoffe mir so auch ein bisschen kollegiale Beratung durch euch und Inspiration, wenn vielleicht die eine oder andere etwas teilen möchte, das bei euch gerade so los ist. Alright, ich steige gleich mal ein mit einer kurzen und zwar hoffentlich nur sehr kurzen Übersicht, was denn mein Verein überhaupt macht, meine Organisation. Wir heißen Open Knowledge Foundation Deutschland, sind aber ein gemeinnütziger Verein, keine Stiftung und kürzen uns ab mit dem Akronym OKF. Und unser Mission Statement lautet, wie ihr hier auf der Folie sehen könnt, wir machen Politik digital und Digitales politischer. Das bedeutet, wir setzen uns für eine gemeinwohlorientierte Digitalisierung ein. Bei uns im Team arbeiten 30 Menschen hauptamtlich. Wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand und eine große ehrenamtliche Community von ein paar hundert Leuten über ganz Deutschland verteilt. Und wir sind als Verein so organisiert, dass wir sehr viele, sehr starke und auch historisch gewachsene und stark verankerte Programme haben. Ja, ihr seht sie hier auf der Folie, da gibt es das Netzwerk Code for Germany, ein Netzwerk an Hunderten von Ehrenamtlichen, die sich in ganz Deutschland in ihrer Kommune für offene Daten und Civic Tech engagieren. Frag den Staat, ist vielleicht eines unserer bekanntesten Programme, gibt es schon seit 10 Jahren und setzt sich dafür ein, allen BürgerInnen zu ihrem Recht auf Informationsfreiheit zu verhelfen. Jugend Hackt ist ein Förderprogramm für technikbegeisterte Jugendliche. Und der Prototype Fund und Open Hardware fördern Menschen, die offene Technologien entwickeln und damit arbeiten. Und unsere einzelnen Programme sind sehr autark. Und ihr müsst euch das so vorstellen, in unserer Organisation arbeiten diese 30 Leute und 25 Menschen davon sind in diesen Programmen in eigenen Teams. Das sind zwischen 2 Leuten in einem kleinen Team und über 10 Leuten in einem großen Team, wie fragt den Staat. Und diese Programme sind auch in anderen Hinsichten sehr autark. Die fundraisen ihr eigenes Budget. Ja, also fragt den Staat, sorgt dafür, dass für fragt den Staat Spenden reinkommen.
Jugendhakt schreibt seine eigenen Förderanträge. Und diese Programmteams machen ihre eigene Jahresplanung, legen ihre eigenen strategischen Ziele fest, treffen eigene Personalentscheidungen und agieren also wie kleine Organisationen in der großen Organisation. Und es gibt von den 30 Leuten, die angestellt sind, nur 5 davon, die sich um die interne Struktur, sozusagen den Overhead, die Infrastruktur unseres Vereins kümmern. Da gehört die Geschäftsführung dazu, ein kleines Finanzbuchhaltungsteam von 2 Leuten in Teilzeit, da gehört der Systemadministrator dazu und auch ich. Denn ich habe mein Video ist gespotlightet, sehr schön. Sehr schön, ich hoffe, es bringt euch was. Und das Geld kommt auch über diese Projekte rein. Das kennen vielleicht viele von euch, die in gemeinnützigen Vereinen arbeiten. Geld gibt es meistens nicht für Infrastruktur oder für die stetige Arbeit eines Vereines oder einer Organisation, sondern Stiftungen oder auch Ministerien wollen gerne irgendwie was Neues, wollen Projekte, wollen Produkte und deswegen kommt Geld über Drittmittel rein. Und als wir uns vor mittlerweile 3 Jahren gedacht haben, wir brauchen ein neues Governance-Modell, wir brauchen eine neue Entscheidungsstruktur, eine neue Zusammenarbeitsstruktur, die für unseren Verein gut funktioniert, standen wir da vor einigen Herausforderungen. Und wir mussten ein Governance-Modell finden, das den Overhead klein hält. Weil wenn unsere Personalkosten explodieren, dann lässt sich das schwer in Förderungen unterbringen. Ihr wisst vielleicht, das ist das Schwierigste, was man gefördert bekommen kann, Personalkosten. Ja. Wir wollen auch ein Governance-Modell finden, in dem die ProgrammleiterInnen eine starke Entscheidungsmacht haben. Ich habe es euch vorher gesagt auf der Slide davor, diese ganzen Programme haben einzelne LeiterInnen und die führen ihr eigenes Team. Ja, die brauchen eine starke Entscheidungsmacht. Wir wollten keinen Flaschenhals bei der Geschäftsführung. Und wir wollten auch ein Governance-Modell, das uns dieses Versprechen intern umsetzt, das wir nach außen hin in der Gesellschaft verwirklichen wollen, nämlich dass eine breite Partizipation möglich ist und dass sich alle einbringen können, wenn sie möchten, ungeachtet ihres Senioritätslevels. So. Das waren unsere Herausforderungen. Zusätzlich kommt dann auch noch dazu, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, der unterliegt einer bestimmten Rechtsform, hat von Haus aus schon bestimmte Organisationsstrukturen. Und jetzt zeige ich euch auf der nächsten Slide, wie gerade unser Governance-Modell aussieht. Da, nicht erschrecken, da gibt es jetzt einige Komponenten. So wie ich es in der Session-Beschreibung angeteasert habe, Verein mit komplexen Strukturen, das macht mir immer so einen kleinen Knoten ins Hirn, wenn ich das dann abbilden will. Ich bin sehr froh, dass wir diese Grafik jetzt haben. Die kann natürlich nicht alles abbilden, weil es ist nur zweidimensional. Ich erzähle euch jetzt aber mal, was wir da alles sehen können. Also, als ein Verein haben wir 2 Vereinsorgane. Das ist die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Das sind Sachen, die sind gegeben. Dann in dem dunkleren Blau oder so, eher so in dem linken unteren Quadranten, seht ihr GF, also das ist unsere Geschäftsführung, die unterliegt dem Vorstand. Also der Vorstand sind die Chefinnen von der Geschäftsführung. Und dann darunter sind mit FDS für Frag den Staat, JH für Jugendhakt, CFG für Code for Germany und so weiter. Das sind unsere Programme. Und das sind wieder kleine Teams. Die haben Projektleitungen oder Programmleitungen und deren Vorgesetzte ist die Geschäftsführung. So, und dann haben alle diese Programme einzeln und dann unser Verein als Gesamtes noch Communities rundherum an Ehrenamtlichen. Und worauf ich jetzt eingehen möchte in unserer Session, was ich euch jetzt ein bisschen näher bringen will, sind die Dinge, die rechts stehen. Diese, auf der rechten Seite, diese grauen Rechtecke, die Position der Ethikbeauftragten, dann das Governance-Modell von operativen Zirkeln und den Entscheidungsschuhfix. Diese 3 Elemente würden wir uns jetzt näher anschauen. Es gibt auch noch, das seht ihr unten, das soll so eine gestrichelte Linie um das Ganze herumgehen, den Strategiezirkel, wo es dann wieder alle zusammenkommen, um einmal im Jahr
sich der Strategie zu widmen. Das lassen wir jetzt aber aus. Das ist bei uns auch noch so ein bisschen in der Mache. Da freue ich mich auch, wenn ich von euch vielleicht im Nachgang noch ein paar Inputs bekomme. Was sind denn eure besten Modelle für Strategieentwicklung? Aber Ethikbeauftragte. Ja, dieses Amt ist ein Wahlamt, also dafür können sich Teammitglieder aufstellen lassen und werden dann, das Team wählt dann. Und jedes Teammitglied kann die Ethikbeauftragte oder den Ethikbeauftragten kontaktieren, wenn sie möchten, auch anonym bei allen Fragen und Sorgen und Beschwerden, die irgendwie die Vorgänge in der Organisation betreffen. Und die Ethikbeauftragte, die in der Natur ihrer Rolle ein sehr großes Vertrauen vom Team genießt oder ein Vertrauensvotum bekommen hat, die sorgt dann dafür, dass die Anliegen dort weiter bearbeitet werden, wo sie hingehören. Dann haben wir das Tool oder das Governance-Modell-Methode von operativen Zirkeln. Zirkel ist ein anderer Name und unser Name hier in diesem Modell für Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise. Aber die sind immer zu organisationsübergreifenden Themen. Also jetzt nicht einzelne Dinge, wenn wir nochmal auf die Grafik schauen, die einzelnen Programme betreffen, sondern Dinge, die das ganze Teamprogramm übergreifend betreffen. Wie zum Beispiel ein Zirkel zu Personalentwicklung. Ja, da geht es nicht um Stellenbesetzungen, sondern da geht es darum, Leitlinien zu entwerfen, wie für Fortbildungen, ja, oder ein Programm zu entwerfen für unser gemeinsames Team-Retreat, das wir im Sommer machen wollen. Oder der Kommunikationszirkel, der trifft sich alle 2 Wochen für circa 1 bis 2 Stunden und arbeitet ein Konzept aus zu Leitlinien für unsere Außenkommunikation. Oder sorgt in unserem Jubiläumsjahr dafür, dass wir eine Veranstaltungsreihe haben oder organisiert ein neues Newsletter-Tool. Und in einem Zirkel kann jeder oder jede, die mag, mitmachen. Und da arbeiten Leute zusammen, die sonst in ihrer täglichen, regulären Arbeit in ganz unterschiedlichen Projektteams arbeiten. Und dafür muss man nicht irgendwie in einer Leitungsposition sein, sondern da kann man auch als studentische Mitarbeiterin mitmachen, wenn man das möchte. Und die Zirkel arbeiten dann Leitlinien aus. Und wenn es dann aber darum geht, Dinge zu beschließen, die ganze Organisation nachhaltig betreffen, dann arbeiten die Zirkel so Beschlussvorlagen aus, einfach so ein Papier. Zum Beispiel aus dem Personalentwicklungszirkel kam letztens eine Menstrual Leave Policy, also sozusagen eine Policy in unserer Organisation, dass es in Ordnung ist, wenn man Menstruationsbeschwerden hat und deswegen 1 bis 2 Tage im Monat sich krank meldet. Ja, das konnte man vorher auch schon machen, aber es ist einfach eine offiziell abgesegnete Leitlinie in unserer Organisation. Genau, und das wird dann dem Entscheidungsschurfix vorgelegt. Entscheidungsschurfix, das ist dieses dritte graue Rechteck auf der Grafik, rechts unten. So nennen wir unser Gremium, in dem Entscheidungen getroffen werden, die ganze Organisation anbelangen. Und dieses Gremium existiert zusätzlich zu der Entscheidungsmacht der Geschäftsführerin und des Vorstands. Geschäftsführung und Vorstand sind so klassische Entscheidungszentren oder Machtzentren. Und wir haben zusätzlich noch dieses Entscheidungsschurfix-Gremium. Und da setzt sich zusammen aus den Vertreterinnen aller Programme. Ja, also sozusagen, und die Geschäftsführung ist da auch drinnen. Da gibt alle 2 Wochen dafür einen Termin, der ist ein 30-Minuten-Slot. Und wenn etwas auf die Agenda gelegt wird im Vorfeld, dann findet der statt, kommt kurz zusammen, trifft Entscheidungen und sagt, okay, ja, wir nehmen diesen Vorschlag an und segnen den ab. Oder wir sagen, hier wurde ein Punkt vergessen, bitte nochmal zurückspielen in den Kommunikationszirkel. Dieser Punkt ist uns nicht klar. Und damit ist das Gremium auch schon fertig in diesen 30 Minuten. Wenn so ein Termin stattfindet, dann ist die Agenda für alle Teammitglieder
öffentlich, also für unser, in unserem Team einsehbar. Und alle Teammitglieder dürfen da auch als Gast teilnehmen und auch ihre Meinung äußern. Aber bei einer Abstimmung sind nur die abgesandten VertreterInnen stimmberechtigt. Diese Slide habe ich euch nochmal, weil ihr es ja im Nachgang für euch bekommt, das alles nochmal aufgeschrieben, was ich jetzt gesagt habe. Ja. Also nicht alles, aber vieles. So. Jetzt habe ich euch relativ im Schnelldurchlauf ein bisschen was erzählt zu unserem Governance-Modell. Wenn ihr Fragen habt dazu, freue ich mich darauf auf jeden Fall. Ich könnte jetzt noch mit euch ein paar Learnings teilen, die wir aus diesem Modell gezogen haben. Also sozusagen, was funktioniert daran gut? Was sind so die Risiken und Herausforderungen? Und dann habe ich auch noch ein paar Learnings zu Governance-Prozessen im Allgemeinen. Also auf dem Weg dorthin, den wir durchgemacht haben, um zu diesem Modell zu kommen. Ja. Ich lasse mal jetzt kurz, ich hole mal kurz eine Sekunde Luft und schaue mal so ein bisschen in den Chat, ob da irgendwie was ist. Oder ich frage dich, liebe Bea, gibt es jetzt irgendwie schon Verständnisfragen, die aufgekommen sind? Nee, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Aber mit Blick auf die Zeit, vielleicht konzentrierst du dich auf die Learnings jetzt speziell bei euch. So als perfekt. Vorschlag, weil wir haben jetzt 13:53. Perfekt, perfekt. So, Learnings. Weiter geht's in der Folie. Klicke hier. Okay. Zu diesem Zirkelmodell, ja, wo projektübergreifend Leute, die mitmachen wollen, zusammenkommen können, um an einzelnen Themen zu arbeiten. Dass es gut läuft, dass was Vorteile, Gewinne oder gelöste Probleme sind, ist, dass die Teammitglieder mitgestalten können. Das führt zu, also das ist für den Verein ein Gewinn, weil man dadurch ein ganz ein breites Wissen abgreifen kann. Das ist mehr, als wenn man dafür eine einzelne Person einstellen würde, so à la Shared Knowledge oder Crowdsourcing. Man hat auch den Vorteil, dass das Wissen dann in mehreren Köpfen verteilt ist, dass die Leute, dass das dann einfach stabiler und nachhaltiger ist. Man fördert den bereichsübergreifenden Austausch zwischen Teams. Und es wird die Geschäftsführung entlastet, und zwar nicht nur zeitlich, sondern vor allem auch inhaltlich. Sonst ist oft so ein Druck, naja, Geschäftsführung, was lieferst du uns jetzt für dieses und jene Infrastrukturthema? Und so können das einfach, es sind so bestimmte Themen wie, was machen wir jetzt zu unserem 10-Jahres-Jubiläum, in mehreren Köpfen verteilt und liegen auf mehreren Schultern. Und es ist auch so, dass wenn Vorschläge aus dem Zirkel in den Entscheidungsschuhfix reingebracht werden, dann werden die viel eher angenommen, weil ein großes Vertrauen darin besteht, dass die Kolleginnen, die sich freiwillig für diesen Zirkel gemeldet haben und die freiwillig und aus eigener Motivation an diesen Themen arbeiten, da gibt es ein großes Vertrauen in deren Arbeitsweise und Entscheidungen. Ja. Also wird eher angenommen. Risiken und Gefahren, Nebenwirkungen und Nachteile bei diesem Modell sind, das frisst auch Arbeitszeit. Und da sind viele Teammitglieder sind da drinnen, wenn sich so ein Zirkel alle 2 Wochen für 1-2 Stunden trifft und da sind 4 bis 6 Leute drinnen, das ist auch ein signifikanter Teil der Arbeitszeit, besonders bei Teilzeitstellen. So ein Zirkel arbeitet langsam, da ist es nicht, der kann nicht schnell in einem akuten Konfliktfall eine Lösung liefern. Es ist so dieses Problem der eierlegenden Wollmilchsau, dass man sich denkt, ah ja, das kann der Zirkel machen, ah, das kann der Zirkel auch machen, dass man den dann überlastet. Da muss man sehr realistisch bleiben mit dem, was dieses Modell schaffen kann. Und es gilt nur für bestimmte Themen, also solche Sachen wie Finanzbuchhaltung oder Systemadministration, das wäre nicht geeignet für einen Zirkel. Und dieses Prinzip nach, wer mag, kann mitmachen, damit fahren wir bisher gut, aber theoretisch wäre das so ein bisschen eine kleine Sollbruchstelle. Wir haben bisher noch keinen Einspruch bekommen von anderen Teamkolleginnen, wenn sich da jemand engagiert, aber das könnte man sich vielleicht auch noch einmal näher anschauen, was man da in einem Konfliktfall tut. Und Learnings zu unserem Governance-Prozess.
ja, dieses eine Jahr oder über ein Jahr, das wir gebraucht haben, um zu diesem Modell zu kommen und dieses Modell irgendwie so ins Laufen zu kriegen und uns überhaupt zu finden als Organisation. Was wollen wir denn da? Da gibt es auch einige Learnings dazu. Das wichtigste Tool, weil wir ja hier im Digital Social Summit sind und bei Digitalisierung viel von Tools geredet wird, das wichtigste Tool ist die Kommunikation, transparente Kommunikation, auch wenn das Team nicht danach, also wenn das Team aktiv danach fragt, hey, was ist denn da jetzt der Status, ist es vielleicht schon zu spät, ist es total wichtig, dass da einfach alle immer klar wissen, was ist der nächste Schritt. Ja. Da kann man dann auch sagen, wir wissen jetzt nicht, wie es hier weitergehen soll, aber klare, transparente Kommunikation, die so einen Prozess begleitet, ist das Wichtigste. Und auch wenn ihr überlegt, für solche Prozesse externe Beratung dazu zu holen, das ist eine Abwägung, die man machen muss. Externe Beratung oft sehr kostspielig. Ich finde, also es kann sich auf jeden Fall lohnen. Wir haben die Idee für dieses Zirkelmodell auch von einer externen Beratung bekommen. Ich finde, man muss da aber auch ein bisschen, oder meine Erfahrung ist, dass man da tendenziell, dass es sich lohnt, Geld auch in interne Strukturen zu investieren. Wenn ihr da Menschen habt, die motiviert sind, diese Prozesse zu leiten und die sind schon bei euch im Team, dann investiert eher in die Ressourcen für die in Coachingstunden oder Fortbildungen für Schlüsselpositionen und spart dann lieber an anderer Stelle bei Beraterinnenstunden. Alles dauert immer länger als gedacht. Das ist so meine Erfahrung für Governance-Prozesse. Deswegen darf man auch kleine Erfolge feiern. Wenn sich die Momente nicht wie ein Erfolg anfühlen, später, wenn man darauf zurückschaut und das in einer schönen Grafik hat, schaut es dann schon anders aus. Und der letzte Teil ist ein bisschen kitschig, aber das hat sich für mich sehr als wahr erwiesen. Selber erleben ist immer mehr als theoretisch wissen, weil diesen Prozess durchzugehen, ist auch schon ein Teil der Lösung. Weil wir sind ja hier auch in dem Track Organisationskultur und gemeinsam so einen Prozess durchzumachen und im Team alle mitzunehmen und diese Fragen zu stellen und diese Diskussionen zu haben, das ist schon ein Teil der Lösung, die euch da zum Ziel führt.